Oh, Telefon, da müsste ich jetzt gerade mal dran gehen. Ein Moment, sounder.de, hier der Richie, hallo. Hier ist der Handy Nachtsheim vom Badesalz, also eine Hälfte, 50%. Und ich bin bereit, den Fragen zu stellen. Ja, ich grüße dich, schön, dass du dran bist. Wie ist eigentlich Badesalz entstanden? Habt ihr im Bad gebadet mit Salz? Das wäre jetzt ein bisschen arg einfach, oder? Aber sagen wir mal, es ist sehr viel komplizierter, ist die Antwort tatsächlich dann auch wieder nicht, weil wir haben einfach das erste Programm geschrieben, das hieß das Super Dong Dong, und das Super Dong Dong selbst, also dieser imaginäre Gegenstand, der gesucht wurde während des Programms, stellte sich am Ende des Programms raus eine Badesalztablette. Und wir hielten das gerade in der Hand und waren irgendwie am Proben und am Schreiben, als der Rudi vom Frankfurter Singkasten anrief, wo wir den allerersten Auftritt hatten, und sagte, ich brauche jetzt mal endlich einen Namen für das Programmheft. Wie heißt der? Soll ich da Gerd ein Handy reinschreiben oder so? Und dann hielten wir da diese Badesalztablette in der Hand und haben gesagt, nee, komm, dann nennen das jetzt mal Badesalztheater. Also am Anfang hieß es noch Badesalztheater, weil wir erstmal nur live gespielt haben. Das Theater haben wir dann später rausgenommen, weil wir dann gedacht haben, naja, wenn du jetzt Platten machst, wenn du vielleicht was drehst oder alles möglich machst, dann passt das Wort Theater nicht so eindeutig. Deswegen haben wir es bei Badesalz belassen. Also ich bin ja ein großer Fan von euch. Schon früher in meiner Kindheit war ich ein richtig absoluter Badesalz-Freak. Was war denn eigentlich euer größter Auftritt? Der größte Auftritt war, glaube ich, bei Heute Die, Morgen Du. Das war in Frankfurt. Das war so eine Anti-Rechts-Veranstaltung vor der Festhalle. Und ich meine, dass da irgendwie die Rede war von 200.000 Leuten, die da irgendwie standen. Und wir haben also mit zwischen Westernhagen und Grönemeyer und Niedecken und was weiß ich wem alles haben wir einen Sketch gemacht. Also nicht einen Sketch, wir haben so einen kurzen Sketch gemacht und haben dann Black or White gespielt mit der zehnköpfigen Glaskapelle. Ich glaube, das war so mit der größte Auftritt. Wir haben allerdings auch mal, ich traue es mich kaum zu sagen, mal 1989 oder so, ja, 89 war das, nee, 96 war das, entschuldige, 6, nicht 89, Quatsch, 96 haben wir gespielt im Vorprogramm von Pur. Das klingt jetzt gruselig, weil wir jetzt auch gar keine, das mit der Musik ja gar nichts zu tun haben, aber die haben sich halt immer so ein Wunschvorprogramm zusammengestellt, haben das auch sehr anständig bezahlt. Und da haben wir dann tatsächlich immer eine Dreiviertelstunde in diesem Vorprogrammblock gespielt und haben das auch ganz gut hinbekommen, weil wir lauter Nummern geschrieben haben, die Open-Air-mäßig funktioniert haben. Wir haben einen Polizisten gespielt, der eine Anzeige gegen die Leute vorgelesen hat. Wir haben eine Krankenschwester gespielt, die mit den Leuten Gymnastik gemacht hat und so. Und dementsprechend hat das gut funktioniert. Und da war auch ein Auftritt in Mannheim auf dem Maimarktgelände, da waren irgendwie über 60.000. Das waren so die von der Anzahl der Leute mit die größten Auftritte, die ich mich erinnern kann. Und der größte Auftritt, wo Leute nur wegen uns da waren, war dann 2 Jahre später bei einer Open-Air-Tour. Da hatten wir in Isenburg 12.000 Leute auf dem Gelände und später nochmal oder im selben Jahr in Erbach auf dem Hessentag auch nochmal 14.000 Leute. Ja, Badesalz heute bei mir hier am Telefon. Du bleibst bitte kurz noch dran, wir reden gleich noch weiter über Badesalz. Bis gleich hier bei soundag.de. Ja, hier ist soundag.de und am Telefon ist Badesalz. Entstehen eigentlich eure Programme aus spontanen Einfällen heraus oder? Ja, also teils, teils. Ich meine, sagen wir mal, klar, gibt es, ist man ja immer am Überlegen, was kann man als nächstes machen, was will man erzählen oder wir improvisieren auch oft am Telefon, der Gerd ruft oft mit irgendeiner Stimme an und sagt, ja, pass auf, ich bin gerade am Flughafen, ich wollte mal ja, und dann fangen wir an, im Scheiß zu reden und wenn wir uns dann darüber amüsieren, dann wird das trotzdem kurz skizziert und dann ist das einfach schon mal vielleicht ein Sketch für eine eventuell neue Badesalz-CD. Oder für die Bühne oder sowas und so. Wir sind ja immer am Schreiben, immer am Machen. Und natürlich ist da auch viel Spontanität dabei. Aber letztendlich muss auch Spontanität dann am Ende des Tages ausgeschrieben werden. Also gibt es dafür kein Zeitlimit, bis ein Sketch bei euch entstanden ist, oder? Nee. Nee, gibt es nicht. Manchmal entstehen Sachen wahnsinnig schnell. Im Auto ist schon unglaublich viel entstanden, wenn wir zusammen gefahren sind. Und wenn wir in alberner Stimmung sind, ist das super. Und dann muss man aber auch zum Beispiel für Bühnenprogramme, muss man sich auch hinsetzen, wenn es längere Dialoge sind, die müssen dann einfach in aller Ruhe geschrieben werden. Da muss dann jeder mal sich hinsetzen und dann wird es wieder zusammen besprochen und so. Das läuft dann auch letztendlich übers Kollektiv von uns beiden, aber auch jeder muss auch viel Einzelarbeit leisten. Ihr schreibt wirklich alles selbst und benötigt keine Autoren dafür, oder? Nee, genau. Wir haben ein einziges Mal, wir sagen das fairnesshalber immer dazu, im Jahr 2000, was ja jetzt auch schon wieder lange zurückliegt, haben wir, als wir Comedy Stories für Sat.1 gedreht haben, hatten wir vorher im Vorfeld, hatte uns jemand eine holländische Serie gezeigt von einer Dreierformation aus Holland, die hießen, oder heißen Jeskefit, und die machen extremst schräges Zeug. Und das hat uns so stimuliert und so motiviert, wieder Fernsehen zu machen. Wir wollten es eigentlich gar nicht unbedingt.
Und dann haben wir aber und gedacht, Mensch, toll. Und dann haben wir die gefragt, ob wir denn in jeder Folge unserer Serie einen Sketch von denen nehmen dürften, also den wir selber nochmal nachdrehen. Und das fanden die super. Und sie waren auch später mit der Umsetzung sehr zufrieden. Das war das einzige Mal in der langen Geschichte von Badesalz, dass wir mit Fremdmaterial gearbeitet haben. Der Dialekt ist das Geheimnis vom Badesalz. Stimmt das Gerücht oder stimmt das nicht? Naja, was heißt das? Das ist ein Gerücht. Das ist ja kein Gerücht in dem Sinne, sondern das ist... Das ist natürlich, der Dialekt hat bei uns eine große Rolle gespielt und man kann im Hessischen viele Sachen lustiger verkaufen als auf Hochdeutsch. Und wir haben auch den Hessischen Dialekt, glaube ich, über weit zwei Jahrzehnte sehr populär wieder gemacht oder haben ihm ein bisschen auch geholfen, auch in anderen Bundesländern irgendwie wieder mehr Beachtung zu finden. Und für uns spielt Dialekt einfach eine große Rolle. Das kann man jetzt sehen, wie man will, aber das ist jetzt nicht das Geheimnis oder das ist jetzt kein Gerücht. Das ist Dialekt und Badesalz gehört ja zusammen. Aber eben nicht nur. Also wir spielen ja auch viele Rollen, wo man nur einer Hessisch spricht und der andere Hochdeutsch und sowas. Und das muss auch sein. Oder wir sprechen auch mal nur Hochdeutsch sprechende Deppen irgendwie und so. Das ist jetzt nicht, das ist kein Dogma, dass wir das immer machen müssen. Aber wir arbeiten gerne mit. Mhm. Findest du jetzt eigentlich, dass der Dialekt mehr gefördert werden sollte? Das kann ich jetzt nicht. Also ich meine, wir arbeiten so damit, wie es für uns gut ist. Ich denke mal, ich stehe ja schon auf Dialekte auch. Also ich mag das Ursprüngliche schon. Und tatsächlich ist es so, dass natürlich in Hessen, es wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, in vielleicht zwei Jahrzehnten oder was weiß ich, wo deutlich weniger Leute Hessisch sprechen als jetzt. Das ist ja jetzt schon auch, dass viele, also sagen wir mal, die 10-Jährigen oder so in den Schulen, da wird kaum noch Hessisch gesprochen. Also jetzt hier, sagen wir mal, in so mittelgroßen Städten, wenn du nicht gerade voll auf dem Kaff bist, dann stirbt das so ein bisschen aus. Das kann schon, also dass die Gefahr besteht schon. Von daher, das Hessische weiterhin pflegen, finde ich nicht verkehrt. Das stimmt. Was ist denn jetzt dein persönlicher Lieblingsdialekt? Gibt's da einen? Also Hessisch ist schon mein Ding, natürlich, ist mir natürlich ganz nah. Ich mag ganz gerne noch, gebe ich zu, ich finde, dass Berlinerisch teilweise ganz gut funktioniert, wenn man so ein freches Maul hat. Kurt Krömer oder so Leute. Ich glaube auch, der Erfolg von Mario Barth ist nicht nur dieses Frauen und Schuhe kaufen und was weiß ich und sowas. Also, da kann man jetzt ja drüber streiten, ob er das mag oder nicht. Aber auch in der Kombination mit seinem Dialekt oder jetzt auch die Cindy aus Marzahn. Das sind ja drei Comedians, die alle Berlinerisch sprechen. Ich bin jetzt kein Riesen, verstehe mich nicht falsch, ich bin jetzt kein Riesenfan von, also Kurt Krömer noch am ehesten, wobei Cindy aus Marzahn zwischen live auch unglaublich gut improvisiert, aber es ist jetzt nicht, wir sind ja humormäßig ein bisschen anders einzuordnen, aber dieser Dialekt ist irgendwie ganz gut. Und es gibt auch bestimmte Formen, also im Ruhrpott, und nicht unbedingt jetzt Köln ist ja Rheinland, aber so Dortmund und sowas, das ist auch teilweise lustig. Aber es gibt auch dann sowas wie jetzt Sachsen und sowas, damit kann ich halt überhaupt, das ist geschmacklich, das geht überhaupt nicht. Das stimmt, also ich finde in Berlin der Dialekt auch sehr schön, sehr witzig. Ja, Badesalz heute bei mir hier am Telefon. Du bleibst bitte kurz noch dran, wir reden gleich noch weiter über Badesalz. Bis gleich hier bei soundag.de.